Wir sind wieder zurück im Studio. Das ist leer, ist übrigens komplett leer, weil, und jetzt kommt dieser Mann ins Spiel, wie könnte er anders heißen als Stefan? Genau. Also der dritte Stefan jetzt schon im Bunde. Wir haben nämlich jetzt gemeinsam diesen alten Studiotisch abgebaut. So. Genau. Das ist die eine Sache. Ja. Und nun zu Stefan Schnabel. Sag was zu deiner Person. Jo. Warum sind wir hier? Sehr gern. Im Prinzip geht es darum, also Stefan macht mit mir seit ein paar Jahren jetzt schon gemeinsame Sache in der Musik. Mhm. Und bei mir ist es der Ursprung eigentlich ganz am Anfang vor der Musik. Habe ich mal Schreiner gelernt. Das ist natürlich ergänzend zu dem Beruf mit der Musik auch nicht verkehrt, weil de facto ist, wo ich dann mich entschlossen habe, Vollzeit Musik zu machen, brauchte ich einen Studiotisch, einen vernünftigen, und den konnte mir keiner bieten. Und da habe ich gesagt, das wäre doch die Idee, Studiotische zu bauen, zusätzlich zum Musikbereich. Dann kann man einmal die ganzen anderen Musiker und Produzenten, Komponisten beraten, was man machen kann alles mit Holz und auch was man bauen kann. Und hat dann den perfekten Studiotisch eben direkt von dem Partner, der auch selber in dem Bereich tätig ist. Und das haben die ganz vielen anderen Anbieter, sage ich jetzt mal so, nicht direkt diesen Bezug oftmals, weil die bauen halt die Tische, da hat man einen schönen Studiotisch, aber es ist nicht so der Bezug, als wenn du selber Komponist bist oder Musikproduzent oder Musiker und eben von da kommst. Deswegen genau, die Anforderungen sind ja genau. Überall unterschiedlich, das merken wir ja wirklich jeden Tag. Also. Und deswegen war meine Idee zu sagen, komm, da bin ich dann damals zu meinem Kollegen Stefan Moser gerannt und habe gesagt, ey, ich habe da eine Idee, ich bräuchte einen Studiotisch, bau mir den mal. So haben wir jetzt seit einigen Jahren schon einige Tische gebaut. Wir haben beschlossen, unser Studio gleichzeitig als Ausstellungsraum zur Verfügung zu stellen. Einfach Termin vereinbaren, anschauen und beraten lassen. Es ist ja nicht nur so, dass der Tisch gebaut wird und dann irgendwie mit irgendeinem Lieferservice oder Spedition angeliefert wird und dann stehst du vor 1000 Bauteilen, wo ich mir unheimlich schwer tun würde, ja. Sondern dieser Tisch wird auch wirklich dann auch, oder diese ganze Produktion Einheit, das kann ja auch eine ganze Produktionseinheit sein, der wird dann wirklich aufgebaut vom Fachpersonal. Also es gibt im Prinzip ein Angebot als erstes, dann wird das Ganze besprochen im Detail und dann wird eine 3D-Planung gemacht für euch von dem Tisch. Dann sieht man wirklich, wie sieht der ganze Tisch aus und ja, einfach zur Vorstellung. Jetzt werden wir gleich mal sehen, wie das Ganze aussieht, wenn er aufgebaut wird. Wir haben viel darüber gesprochen. Genau. Und jetzt geht es an die Praxis. Und dann treffen wir uns auch wieder unseren Stefan Moser wieder. Genau. Unseren dritten im Bunde.